Susul, hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Informationsvideo zu Die Sims 4 Hunde und Katzen, was ja am 10. November erscheinen wird. Und wieder einmal haben die Sim-Gurus via Twitter ein paar Fragen der Community, der Sims-Community beantwortet. Und ich möchte euch gerade gerne mal so die neuesten Neuigkeiten zusammenfassen. Die einen sind von letzter Woche, die anderen sind jetzt gerade ganz frisch und aktuell. Im Hintergrund möchte ich euch gerne ein paar Bilder einblenden, die unterschiedliche Tiere zeigen. Die Bilder, wo ich Quellen zu habe, da werde ich die Quellen dann auch entweder jetzt hier direkt im Video dazu schreiben oder unten in der Videobeschreibung verlinken bzw. auch eintragen. Das weiß ich noch nicht ganz genau, wie ich das mache. Aber ich möchte mal bemerken, dass ich finde, dass man hier auf diesen Bildern auch nochmal extrem krass sieht, was für Möglichkeiten wir in der Gestaltung der Tiere haben werden. Denn da haben wir zum Beispiel einen Hund dabei, der aussieht wie ein Roboterhund aus Metall. Wir haben Tiere dabei, die aussehen wie zusammengenähte Plüschtiere. Ist natürlich ein bisschen strange, aber je nachdem, was man spielen möchte, finde ich das einfach sehr, sehr cool, weil das eine, noch nie in der Art einfache Möglichkeit gewesen ist. Früher musste man dafür dann eigene Layer erstellen oder sehr viel zusammenfriemeln, damit das ging. Und jetzt kann man es einfach mit ein paar Pinselstrichen, sag ich mal, aufs Tier draufmalen und das finde ich einfach genial. Ja, und fangen wir direkt mal an. Man sagt ja immer, dass Tiere sehr, sehr gut für Kinder und Jugendliche sind, damit sie Verantwortung lernen. Und dieser Aspekt nimmt auch in Sims 4 durchaus Einfluss, denn wenn sich Kinder und Teenager um die Haustiere kümmern, dann wird sich bei diesen beiden Altersklassen das Verantwortungsbewusstsein erhöhen, was ich sehr, sehr cool und realistisch finde. Außerdem, viele hatten ja schon gefragt, ob man die Tiere denn dann überhaupt vermehren kann, wenn man sie nicht selber steuern kann. Ja, das wird gehen. Wie bei Sims 2 kann man sie dann quasi dazu aufrufen, in Anführungsstrichen, dass sie sich fortpflanzen. Und da kann man auch verschiedene Rassen miteinander kreuzen. Und ich denke mal, dass das Spiel dann auch so ein bisschen die Genetik berechnen wird und da wieder Mischungen rausbringt, wie es ja auch schon bei alten Sims-Teilen der Fall war. Sowohl Hunde als auch Katzen können Outfits tragen, das haben wir auch schon in Trailern gesehen. Und es können mehrere Outfits festgelegt werden, die man dann via Schnellauswahl wechseln kann. Also ganz genauso, wie das auch bei den Sims der Fall ist. Was man auch machen kann, ist mit den Hunden Gassi zu gehen und ihnen eine Leine anzulegen. Tatsächlich machen manche das ja im echten Leben auch mit den Katzen, wobei die meisten Katzen sich meistens platt auf den Boden legen, wenn man ihnen ein Geschirr anzieht, weil sie einfach denken, sie sind irgendwo in einem engen Raum gefangen, da ja das Fell dann zusammengedrückt wird. Und das geht tatsächlich auch in Sims 4 nicht. Man wird nicht mit Katzen an der Leine herumlaufen können, mit Hunden wird das aber möglich sein. Worüber ich ja auch schon berichtet hatte, ist, dass es eine neue Nachbarschaft geben wird, wie in jedem großen Add-on. Das wird diese Küstenlandschaft sein und in dieser neuen Welt gibt es ein neues 64x64 Grundstück, was es bislang meines Wissens nach nur auf der Insel in Windenburg gab. Korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, aber ich meine, das wäre das einzige 64x64 Grundstück und es wird zwei 40x40 große Grundstücke geben. Das werden mit Sicherheit nicht die einzigen Grundstücke sein, sonst hätten wir ja nur drei Stück. Aber lassen wir uns da mal überraschen, wie das Ganze dann genau aussehen wird. Und auch noch was Interessantes zum Create a Sim, was ihr vielleicht jetzt auch schon in den Bildern gesehen habt, bei dem Husky, den ich eingeblendet habe. Vielleicht kommt das Bild auch noch. Tiere werden zwei unterschiedlich farbige Augen haben können, was bei Sims nicht geht. Bei den Tieren ist es aber durchaus möglich, was ja auch durchaus realistisch ist und natürlich auch nochmal mehr Abwechslung in das Ganze bringt. Wie gesagt, habe ich gerade schon den Husky erwähnt und in dem neuen Erstelle ein Tier-Modus ist es quasi möglich, jede Hunde- und Katzenart zu kreieren oder so gut wie jede, wurde gesagt. Ich hoffe, dass das so gut wie jede Art Dackel nicht ausschließt, denn dafür müsste man ja quasi den Hund lang machen und die Beine kurz. Ich hoffe, dass es dafür eine Option geben wird, denn die hat mir bislang in jedem einzelnen Sim-Teil doch wirklich sehr, sehr gefehlt, wenn man da eben keine zusätzlichen Slider haben wollte. Aber man sieht auch auf den Bildern wirklich sehr, sehr viele unterschiedliche Rassen, sei es nur eben der Husky, sei es ein Corgi,
Pudel scheinen dabei zu sein, Schnauzer, wir haben schon einen Mops gesehen, wir sehen auf den Bildern einen Golden Retriever, wir haben auch schon einen Rhodesian Ridgeback dabei gesehen, also wirklich eine große Palette und dadurch, dass man einfach mit ja, einem Pinsel das Tier gestalten kann, ist natürlich dadurch auch nochmal wirklich sehr, sehr viel Unterschiedliches möglich. Vielleicht auch eine schöne Idee, wenn man ein ja, Andenken für immer an sein Tier haben möchte, wenn es denn dann irgendwann mal von einem geht. Man kann nämlich Tiere auch an der Staffelei malen, wie das auch jetzt schon mit Sims geht. Und das ist vielleicht wirklich eine ganz schöne Idee, wenn man vielleicht ein Tier hat, an dem man ganz besonders hängt. Oder vielleicht auch einfach jedes Tier porträtieren möchte, was man in seinem Sim-Leben mal gehabt hat. Eben habe ich schon das Züchten angesprochen. Tatsächlich wird bei den Würfen von Katzen oder Hunden wird es möglich bzw. sogar sehr wahrscheinlich sein, dass es eben nicht nur einen Welpen oder ein Kätzchen gibt, sondern gleich mehrere, was ja auch eigentlich eher realistisch ist. Es gibt dann natürlich auch Rassen, wo tendenziell eher weniger Welpen zum Beispiel geboren werden. Bei Chihuahuas sind es ja eher weniger Welpen. Und es gibt auch Rassen, wo mehr geboren werden. Und das ist auf jeden Fall auch möglich bei Sims. Was ich aber an diesem Punkt direkt zu bedenken geben möchte: Man wird nur 8 Sims in einem Haushalt haben können, inklusive Tiere. Das heißt, ihr könnt nicht 8 Sims haben und dann noch zusätzlich Tiere. Sims und Tiere zusammengerechnet können 8 nicht übersteigen. Genannt wurde als Grund, dass es sonst zu Schwierigkeiten bei der Benutzeroberfläche gekommen wäre. Aber ich denke mal, dass da bestimmt findige Mod-Creator das wieder hinbekommen werden, dass wir da unsere Familie vergrößern können, wie es ja auch schon in anderen Sims-Teilen der Fall war. Und das hoffe ich tatsächlich sehr stark. Ich persönlich nutze normalerweise nicht viele Mods, aber das wäre einer, den ich definitiv nutzen würde. Interessant fand ich auch eine Antwort, denn ich habe mich gefragt, wie kommt man überhaupt darauf, so eine Frage zu stellen, weil das ja mega unrealistisch wäre. Denn eine Antwort war tatsächlich auch, dass es nicht möglich sein wird, Hunde und Katzen untereinander sich vermehren zu lassen. Wo ich mir gedacht habe, wie kommt man denn auf die Idee, dass man Hunde mit Katzen kreuzen möchte? Das wäre ja total unrealistisch und ich bin echt froh, dass das nicht geht. Apropos Katzen, eure Teppiche müssen vor den kleinen flauschigen Kätzchen keine Angst haben, denn an Teppiche können Katzen nicht dran. Wohl aber an viele andere Dinge, die sie mit ihren Krallen in ihre Einzelteile zerlegen können. Jetzt noch ein paar Facts zu dem, was man ja auch schon gesehen hat. Es wird ja nicht nur Hunde und Katzen geben, nein, es wird auch Füchse und Waschbären geben. Auch bei Füchsen und Waschbären wird es ja Babyfüchse und Waschbären geben. Auch da wird es Nachwuchs geben. Und Waschbären und Füchse haben jeweils die Animationen von Katzen und Hunden, werden aber andere Laute von sich geben, was ich sehr, sehr cool finde. Denn so sind es nicht nur einfach Hunde oder Katzen, die entsprechend vom Fell her angemalt wurden, in Anführungsstrichen, sondern halt wirklich ein eigenes Lebewesen. Und das gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. What does the fox say? Wir wissen im Endeffekt, was Füchse für unterschiedliche Geräusche in ihrem Stimmrepertoire haben. Ich bin gespannt, für welche Laute sich EA dann entschieden hat. Und zu guter Letzt zum Thema Waschbären und Füchse noch einen Punkt, den ich persönlich auch sehr, sehr cool finde. Denn Füchse und Waschbären können ebenso wie Hunde und Katzen erstellt werden und individualisiert werden. Und ich warte jetzt schon auf den ersten, der Cup und Kappe erstellt. Vielleicht mache ich das auch, ich muss mal gucken. Ich hatte auf jeden Fall Bock drauf. Leute, ich werde so unheimlich viel Zeit mit diesen Tieren verbringen, sei es im Creative Sim Mode, sei es in anderen Bereichen. Meine Güte, da wird es richtig viel von mir geben. Ich muss schauen, wie ich das alles zeitlich hinbekomme, denn zu der Zeit wird dann mit Sicherheit jeden Tag eine Sims 4 Doppelfolge kommen. Das kann ich euch jetzt schon versprechen, vielleicht an manchen Tagen noch mehr, denn ich glaube wirklich, das Add-on, das wird mich nochmal richtig, richtig, richtig fesseln. Ja, all diese Infos stammen übrigens von Sim-Guru Daniel und Sim-Guru Lakshmi. Ich bin gespannt, was uns in der nächsten Zeit noch so erwartet. Übrigens möchte ich euch auch noch erzählen, was Grant Rodiak zum Thema Pferde gesagt hat. Denn er wurde darauf schon angesprochen, was denn nun mit Pferden ist, weil ja sehr, sehr viele auch sich Pferde weiterhin in Sims 4 gewünscht hätten.
Und er hat sich tatsächlich dazu geäußert. Das möchte ich aber gerne mal noch in einem extra Video ansprechen, wo ich dann mit euch ein wenig darüber philosophieren möchte, was in Sims 4 mit den Pferden möglich wäre, vielleicht auch im Vergleich zu Sims 3 und was eben nicht möglich wäre, beziehungsweise wie man manche Probleme, wie zum Beispiel die Sache mit der offenen Welt, lösen könnte. Ich bin gespannt, wie gesagt, dazu wird es dann mal noch ein anderes Video geben. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was sagt ihr denn jetzt zu den neuen Infos und was sagt ihr zu den ganzen Tieren auf den Bildern? Ich bin jedenfalls für meinen Teil immer mehr gehypt. Gut, aber ihr Lieben, das war's schon. Ich werde euch die nächste Zeit weiterhin auf dem Laufenden halten, wenn es irgendwas Neues gibt zu den Tieren. Dann werde ich es euch wissen lassen. Wir müssen uns jetzt leider noch 1,5 Monate gedulden. Aber Leute, die 6 Wochen, die kriegen wir schon auch noch rum, oder? Also dann, danke fürs Zuschauen. Haut in die Tasten, schreibt, was das Zeug hält. Und damit macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!